Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unterwasserabenteuer mit dem wunderbaren Spiel Subnautica. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich ein dickes, dickes Dankeschön für die Bewertung im letzten Video. Lasst uns loslegen, wir haben viel zu tun. Ich habe jetzt gerade ohne die Aufnahme, habe ich meinen Hunger gestillt, sowie zwei Signalbojen gebaut, denn es hat mich irgendwie immer so ein bisschen angebrochen, dass ich unterwegs irgendwelche coolen Wrackteile gefunden habe, die ich noch nicht betreten konnte, weil mir Werkzeug A oder Werkzeug B gefehlt hat. Und ich finde sie nie wieder. Ich finde sie wahrscheinlich nie wieder, diese coolen Wrackteile, außer das eine große da. Ne, das ist ja schlecht zu übersehen, weil ich keine Signalbojen hatte. Jetzt habe ich welche. Für den Fall der Fälle. Auf geht's, ne? Auf geht's. Erstmal als Orientierung. Rettungskapsel 13. Da, die hier. Und dann geht's zur 19. Dann haben wir schon mal ordentlich was zu tun. Der Funkmelder hat auch schon wieder irgendwas. Irgendwas hat er gemeldet. Und ich würde sagen, ich denke, wir werden ein PDA finden bei 13 oder bei 19 und die können wir dann lesen als unseren obligatorischen Kodex-Eintrag. 13 auf. Mit unserer wunderbaren Seemotte. Ne? Die weiß-blaue. Ich habe ständig im Internet gelbe gesehen gehabt. Gelbe und tiefblaue. Ich frage mich wirklich, ob man irgendwann später eventuell das gute Ding umlackieren kann. Das wäre geil. Ich will eine knallrote haben. Oh! Das tut mir leid, da habe ich nicht aufgepasst. Rechts vor links war mein Fehler. Zurück lasse ich einen Zettel da. Habe ihren Sohn getötet. Aus Versehen, sorry. Tut mir wirklich leid. War ein Fisch, war ein Fisch. Die werden wir noch öfters hier treffen. Und schon geht's wieder los. Dieses Spiel, wie es mich in seinen Bann zieht. Ich liebe Wasser. Liebe Wasser. Und ich liebe Space Ambient Soundtrack. Geiler Shit. Hä? Wow, und guckt euch mal dieses Seegrasfeld an. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Wunderschön. So, was haben wir denn hier Nettes? Kenne ich auch noch nicht so weit. Vielleicht was haben wir was Nettes zum Scannen. Uns fehlen noch ein paar Bauteile. Oh, guckt euch mal diese Quallen da an. Ich glaube, die sind nicht allzu gesund, wenn wir da ran schwimmen. Aber ich will sie unbedingt scannen. Wenn wir uns nicht gezwungenermaßen in Lebensgefahr begeben müssen, würde ich die verdammt gerne scannen. Ich steig aus. Greifst du mich an? Nein, aber er kommt, ne? Und er ist echt ein fieser Lump. Oh, wow. Was für ein Schwarm. So, ich verstecke mich mal hier. Ich packe mal hier unsere Seemotte. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht ohne Grund habe ich das gute Ding nicht oft genug Seemöwe genannt. Sieht es nicht irgendwie auch eher wie eine Möwe aus als eine Motte? Da reden wir später nochmal drüber, ne? Egal, lass uns scannen. Lass uns scannen. Das gehört ja auch einfach mal dazu. Ein Baumegel. Einheimische Lebensform Baumegel. Wir haben echt viele Kodex-Einträge. Wir werden niemals hinterherkommen mit einem großen Kodex-Eintrag pro Folge. Da machen wir irgendwann mal so eine Lesesession, ne? So eine schöne 90-Minuten-Lesesession, wo ich nur Kodex-Einträge vorlese. Könnt ihr dann zum Einschlafen oder so hören. Einheimische Lebensform Baumpilze. Gute Nacht. So, was haben wir hier? Kreaturen, nein, nee, nicht, erstmal nicht. Wir züchten irgendwann später, wenn wir unsere eigene Base haben. Dann machen wir das. Ein Quallenrochen, sage ich doch. Eine Qualle und ein Rochen in einem. Mutter Natur, du bist die Beste. Yay! Endemische Lebensform, Quallenrochen. Haben wir hier erstmal größtenteils alles? Gut. Oh, Luft. Luft. Möwe, wo bist du? Da ist er. Schön durchatmen. Ansonsten wollte ich sowieso mal probieren. Wir haben ja mittlerweile das Laser-Schneidwerkzeug. Ob wir nun endlich diese großen Brocken abarbeiten können. Das wäre ganz cool. Da würde ich mich richtig freuen. Wir wechseln mal kurz das Reparaturwerkzeug mit dem Laserschneider aus. Oder stoppen. Nee, mach mal lieber
Das Messer weg. Das Messer. Hier ist der Laserschneider. Oh, geh weg, Qualle. Wow, die ist bestimmt super giftig. Salzablagerung. Zum Abbau dieser Ressource ist eine Spezialausrüstung erforderlich. Ist das nicht das hier? Kann ich mit dem Laserschneider das nicht abbauen? Nee, leider nicht. Schade. Schade. Eventuell später. Aber eins weiß ich, wir kriegen mit dem Laserschneider die ein oder andere verrammelte Tür auf in dem ein oder anderen Schiffswrack. Es sind Schiffswrack. Auch wenn es Raumschiffe sind. Die hier überall so rumliegen. Schade. Gut, beim nächsten Mal. Hier war aber nochmal Salz, ne? Einfach nur pur. Einfach nur pures Salz. Ne, Lithium. Auch nicht schlecht. Nimm mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber egal. Genug. Wir haben uns genug verstreut. Wir sind genug abgeschweift. Geschwiffen. Auf zu Kapsel 13. Auf zu Kapsel 13. Schön, einfach nur wunderschön. Gibt es hier eine Taste, wo ich das HUD ausschalten kann? Schon wieder so eine mega Salzablagerung. Später, wir kommen später ran. Egal, jetzt erstmal LifePod 13. Ultra-leitfähige Schwimm... Oh, ja! Neue Schwimmflossen! Mega. Geil. Sehr schön. Was ist das? Lithium. Komm, wir haben schon einmal Lithium. Vielleicht später. Vielleicht später. Mach mal die Taschenlampe an. Wir müssen hier rein. Da ist ja das versprochene PDA. Haben wir noch irgendwas Spannendes hier? Nicht wirklich. So. Rettungskapsel 13. Sprachaufzeichnung des Abgesandten. Lesen wir jetzt schön hier gemütlich in unserer Seemotte, a.k.a. Seemöwe. So, das war 13, war das, ne? Genau. Datendownloads. Lebende der Aurora 13, da ist es doch. Rettungskapsel 13. Rettungskapsel Startsequenz eingeleitet. Eintritt in planetare Atmosphäre. Kazar, meine Schöpfer, ihr Beschützer und Bewahrer der Welten, gebt mir an diesem Tage meine tagtäglichen Freuden, wie ich sie jenen gebe, die Freuden bei mir suchen. Außentemperatur erreicht kritischen Wert. Kazar, zeig mir den Weg, im Leben, in der Wahrheit und in der Liebe. Mein ist die Kraft, ich bin der eine, hinaus und hinab und wieder hinauf. Aufschlag steht unmittelbar bevor. Kazar, das Leben ist ein Spiel und das Universum spielt es mit sich selbst. Mein Spiel als dieses Bündel Fleisch ist beendet. Nehmt mich zurück. Okay, offensichtlich ein gläubiger Mensch. Ne? Aber hat ihn... Oh, wow, wow, wow. Hat ihn in seiner letzten Minute hoffentlich etwas Ruhe gegeben. Sein Glauben. Sein Glaube. Auf zur Rettungskapsel 19. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Und dann freue ich mich auf die ultraleitfähigen Schwimmflossen. Das wird vielleicht ganz nett. Vielleicht sind wir dann wieder schneller. Und zwar ohne den Seescooter, ohne den... Naja, unseren... Ihr wisst, was ich meine. Diese komische Turbine, die hier in den Händen hält. Damit er schneller vorankommt. Vielleicht kriegen wir das... Oh, das war nicht gut. Erst reparieren. Erst reparieren. Ich fahre hier nicht mit, mit einer halb zerstörten Seemöwe durch die Gegend. Wir müssen hier rüber. Ja, ich glaube, wir müssen hier rüber. Mega. Oh, ich mag diese Seegrasfelder. Ich mag sie wirklich. Es war super gefährlich, glaube ich, wenn man... Naja, es ist super gefährlich, wenn man in irgendeinem See herumschwimmt, wo auch so viel Algen und sowas rumschwimmen. Da kann man sich, glaube ich, gut drin verheddern. Und dann war es das erstmal, selbst als geübter Schwimmer. Trotzdem, unter Wasser sieht das doch ganz cool aus. Salz! Jawohl, wir brauchen Salz! Noch mehr Salz. Für nachher. Damit wir unsere Wasservorräte auf Vordermann bringen können. Aber zwei sollten eigentlich reichen. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht unnötig mit irgendwelchen Sachen vollstopfen, die wir nur so halb brauchen. Beziehungsweise mit dem wir noch gar nicht so wissen, was wir anfangen können. Lithium. Wir haben ein paar Mal Lithium schon zu Hause. Ich habe noch...
keine Idee, was wir damit bauen können. Später, später. Steig ein. Solange wir nicht voll sind, lasse ich das Lithium jetzt erstmal drinne. Ups, falsche Richtung. Und dann schmeißen wir es raus, falls wir den Platz brauchen sollten. Mal gucken, was wir finden werden. Und immer schön die Augen offen lassen für etwaige Schiffswracks. Das hat wehgetan wieder. Hat wieder ordentlich Rumpfstärke gekostet. Rumpfzustand. Wir müssen ausweichen. Aber die könnten auch mal ein bisschen blinken, die Fische. Die könnten wirklich blinken, da würde ich so sehen. Einfach vor mir aufgedaut. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Boah. Ganz schön dunkel hier hinten. Kann ich das Licht anmachen? Ja, ich kann es auch wieder ausmachen. Es war an. Es ist auf 300 Meter, ist die Rettungskapsel. Das ist nicht schlimm. Den Rest tauchen wir dann einfach mit unserem Scooter. Tauchen wir einfach mit unserem Scooter. Ich richte mich mal ganz kurz hier auf. Vorsichtig, sorry, wenn es jetzt irgendwelche Störgeräusche gibt. Das ist meine erste Aufnahme mit meinem niegelnagelneuen Mikroarm. Oh, vorsichtig. Cool bleiben. Genau hier bleiben wir stehen und guckt euch mal an. Hier ist eine richtige Fundgrube. Das will ich dir mal, mich mir, das möchte ich mir doch ganz mal ganz genau angucken. Ich hoffe, ihr strahlt es nicht. Vielleicht kann ich ja zu unserem Kreislauf-Tauchgerät wechseln. Ja, wir können. Sehr schön. Wunderbar. Dann mal runter, ne? Die Taschenlampe an. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Alles nehmen wir mit. Mal Licht an. Haben wir hier noch was Spannendes? Nee. Kann sein, dass wir hier schon mal waren und ich das vergessen habe. Oft sehen ja diese Wrackgegenden ähnlich aus zumindest. Nicht absolut gleich, aber schon ähnlich. Aber das ist hier meine erste bewusste Tour, in der wir den Laserschneider haben. Vielleicht haben wir hier eine nette Tür hier, die wir aufschneiden können. Aber bevor ich mich jetzt hier in das Wrack hineinwage, gucke ich nochmal außenrum, gehe dann frische Luft tanken bei uns in der Seemotte. Was denn nun, Motte oder Möwe? Psst, hey, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. War da ein bisschen verwirrt. Bei der Wortwahl. Kurz durchatmen. Hallöchen, na? Liebe Seemotte, wie geht's dir? Ich hoffe, gut soweit. Zack, und los geht's. Lampe. Irgendwo muss da eine Tür sein, die ich aufschweißen kann. Ich habe das Ding doch jetzt nicht umsonst mitgeschleppt. Da, die hier, die kann man aufschweißen. 4. Geil. Einfach mal unter Wasser so eine Tür weggelasert. Dauert seine Zeit, ne? Macht ja nichts, erhöht den Wert. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir dann hier durch können. Hi. Na, habt ihr was Spannendes für mich hier drin? Ein Datenpod. Eine Datenbox. Verstärkter Tauchanzug. Yeah! Geil. Das hat sich ja mal gelohnt, würde ich sagen. Noch was Spannendes hier? Nee, und eine Boje brauchen wir diesmal auch nicht hier lassen. Diesmal konnten wir ja alles aufschneiden. Da liegt sogar noch das glühende Stückchen. Geil. Mega. Ah, hier haben wir auch noch so eine schöne Höhle. Na, nochmal kurz durchatmen eventuell und hier in die Höhle rein, solange unsere Motte hier noch direkt über uns ist. Zum Luft holen. Sollte noch mal wieder was trinken. Wir haben ja unsere Reserven mit hier, die zwei großen Flaschen. Ja, yeah, genau. Und ein Happy machen. Einen gepökelten Glubscher. Ja, perfekt. Runter jetzt. Zack. Gleich runter hier. Mit maximaler Luft hier runter. Könnte ein bisschen gefährlich werden, umso tiefer wir gehen, umso gefährlicher wird es meistens. Hier leuchtet auch was blau. Das können wir vielleicht gebrauchen. Was ist das? Zeitkapsel. Was? Wie bitte?
Baupläne Zeitkapsel. Tab drücken zum Ansehen. Oh, das ist ja mal mega interessant. Eine Zeitkapsel. Aber wer hat die hier hingelegt? Ist das noch eine Zeitkapsel? Ja, haben wir schon gescannt. Alles cool. Alles cool. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah! Genau, bei den gefährlichen Fischen erstmal und hier bei diesem Konstrukt, was wir schon gescannt haben. Wunderbar. Alles klar, aber die Zeitkapsel, die war mir neu. Ab nach oben wieder. Hier haben wir uns zur Genüge ausgetobt fürs Erste. Zur Genüge. Blüm, blüm, blüm. Wunderbar. Und dann ab zu Überlebenskapsel 19. Live-Pod? Live-Pod war das, ne? 19, 19, 19, 19, 19. Ah. Wird da in der Höhle sein, ne? Ist es hier mit dem Stück hier? Oh, hier können wir auch rein. Hier können wir uns auch reinschneiden mit unserem Laser. Geilo. Mega. Dann machen wir das natürlich auch so gleich. Eigentlich, wir haben genug Batterien dabei, falls eins unserer Geräte ausfallen sollte. Spannung steigt. Geiler Shit. Selbst wenn man abgebrochen hat, kann man den Aufschneidevorgang an der gleichen Stelle wieder fortsetzen. Gefällt mir. Da hat sich jemand bei was gedacht. Unterwassertrance. Feine Selection. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich muss hier rein. Ah. Der muss das wegmachen. Ich muss das wegmachen. Ah. Oh, komm, 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 komm. Messer, Messer, Messer. Ich brauche immer mein Messer draußen. Raus aus dem ollen Ding. Vier. Schneid es weg. Shit. Oh mein Gott. Steig wieder ein. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Das wäre fast schief gegangen. Oh Mann. Und ich habe kein Medikit dabei. Damn. Verflucht. Wo kam das her? Wo kommen die überhaupt her? Sind das... Werden die von irgendwas abgeschossen oder sind das... Quasi einzelne Fische. Schade. Verdammt, damn. Komm runter, Leo. Komm runter. Wir haben es fast geschafft. Ich sehe nicht noch so eine Unterwasserzecke. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Immer schön das Messer draußen lassen. Messer dürfen wir nicht sparen. Jetzt kennen wir mal das hier. Wärmekraftwerkfragment. Haben wir das schon? Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, was wir haben und was wir nicht haben. Ist okay. Ist in Ordnung. Schweiß auf, mein Freund. Was können wir denn weglassen kurz? Reparaturwerkzeug, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Messer werde ich nie wieder. Ich werde nie wieder mein Messer aus der Schnellwahlleiste rausnehmen. Haben wir ja alles. Ich meine, das olle Titan kann man sich ja fast schenken hier, aber komm. Jetzt waren wir so ordentlich mit dem Scannen und Materialisieren in Titan, dann nehmen wir das andere auch noch mit. Sonst wäre dieser Torpedoarm irgendwie traurig gewesen, hätten wir ihn hier liegen gelassen. Kann ich hier rein vielleicht? Okay, was haben wir denn hier Schönes? Mikroskop, nicht funktionsfähig. Einsammeln, komm, nimm mit. Ein Deko-Mikroskop. Modifizierungsstation-Fragment. Haben wir alles schon. Kleiner Probebehälter einsammeln. Ja, ist in Ordnung. Steck ein. Ich habe keine Ahnung. Das ist viel wichtiger. Datenbox. Zyklop-Feuerlöschanlage. Cool. Das ist doch dieses riesige U-Boot, ne? Ich habe es auch nur gesehen bisher. Ich freue mich selber darauf, das irgendwann zu besitzen. Wir gehen atmen. Wir gehen atmen. Und dann gehen wir gleich nochmal rein in das Wrack. Da war nämlich noch ein Gang. So, hier. Der hier nämlich. Vorsichtig. Na, kommen wir hier noch weiter durch? Ne, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Sollte ich... Oder kann ich hier was schneiden? Ne. Kann ich nicht. Und hier geht es wirklich nicht weiter. Schade, oder? Sicher, dass es hier nicht weitergeht?
Vielleicht über eine andere Route, eine andere Tür, die wir eventuell noch aufschweißen können. Nee, hier komme ich nicht lang. Schade. Schade, schade, schade. Guck mal. Von allen Seiten. Wir vielleicht noch ein anderes Loch oder so finden. Nee, hat wohl getäuscht. Hat wohl getäuscht. Von oben eventuell? Nee. Okay, da sind wir hier fertig. Fürs Erste. Da haben wir schon geschnitten, gelasert. Bei dem Wrackteil. Auf geht's. Ab zur Rettungskapsel 19. Auch wenn ich ein ungutes Gefühl bei der Sache habe. Und nicht nur, weil ich Star Wars zitieren möchte. Nein, ich habe wirklich ein ungutes Gefühl. Wir haben nämlich sehr wenig Energie. Schön über 200 Meter bleiben. Schön über 200 Meter bleiben. Jetzt stehen wir direkt über dem Loch, ne? Okay. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Klickt jetzt auf den Like-Button, falls ihr mir Glück wünschen wollt. Lauf es! So. Oh, da ist wieder so ein Schießding. Haben wir gerade gar nicht gebraucht. Zack, ein PDA. Noch was Spannendes. Vielleicht eine Datenbox. Ein altes Medikit. In diesem Schrank, schade, leider nicht. Könnten wir gut gebrauchen. Rettungskapsel 19. Okay. Oh, oh Gott. Nämlich die epische Musik gerade aus dem Konzept gebracht hat. Hier ist noch eins. Zwei Daten-Downloads für die Rettungskapsel 19. Bam, ja. Digga, was geht denn? Cool. Rein hier. Haben wir gleich was zu lesen. Aurora-Treffpunkt. Trockenes Land. Das ist die Insel, ne? Das ist doch die Insel. Da waren wir schon mal. Ganz kurz. Wir waren schlecht vorbereitet. Wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen. Wir lesen jetzt noch zwei PDAs und dann gönne ich mir erstmal ein Medikit bei mir in der Homebase. Erstmal hier. Zack. Ach ja, die Zeitkapsel lesen wir auch noch. Komm, Leute. Zum Ende ein bisschen lesen. Zeitkapsel. Diese robusten Behälter sind so konzipiert, dass sie neben einer Reihe von Kleinteilen auch schriftliche und fotografische Nachweise für die spätere Entnahme aufbewahren. Zeitkapseln werden oft von einsamen Überlebenden hergestellt, die entweder diejenigen unterstützen wollen, die sich in der Zukunft in der gleichen Lage befinden, oder aber Beweise ihrer Notlage hinterlassen möchten, die noch gefunden werden können, wenn sie selbst bereits tot und verwest sind. Die meisten Notfallrettungsfahrzeuge sind standardmäßig mit einer Zeitkapsel ausgestattet, die sich üblicherweise im Cockpit befindet und beim Abheben abgeworfen wird. Alterra fordert, dass Zeitkapseln mit Werkzeugen und Ressourcen bestückt werden, um denjenigen zu helfen, die sie in der Zukunft finden. Okay. Schon cool, so eine Zeitkapsel. Datendownloads 19. Die beiden 19er lesen wir jetzt noch. Rettungskapsel 19, Aufzeichnung des zweiten Offiziers Keen. Commander Keen. An die gesamte Besatzung. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt, das vom Bordcomputer dieser Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, Sie alle dort zu treffen. Wir wissen ja, was uns da erwartet. Ein bisschen. Bin sehr gespannt drauf. Werden wir dann in der nächsten Folge machen. Aber jetzt erstmal noch hier der Haupteintrag für Rettungskapsel 19. Sprachaufzeichnung des zweiten Offiziers. Wieder Commander Keen. Captain Keen, hier spricht die Aurora. Komm, Keen. Hier Keen, Rettungskapsel erfolgreich abgekoppelt. Aufschlag in 30 Sekunden. Der Computer hat eine Landmasse bei den übermittelten Koordinaten entdeckt. Ich möchte, dass sie die Besatzung dort versammeln. Verstanden, aber Sie unterstehen jetzt Ihrer Verantwortung. Lassen Sie sie nicht im Stich. Captain, Sie müssen sofort vom Bord. Negativ. Sie brauchen das Schiff in einem Stück, wenn Sie die Zentrale über Langstrecke erreichen wollen. Ich versuche einen kontrollierten Sinkflug. Explosion an Bord der Aurora. Captain! Ganz cool. Eine kleine, illustre Nebengeschichte hier erzählt. Ja, Leute, ne, das war's schon wieder mit unserem Unterwasserabenteuer. Aber nur für heute. Übermorgen gibt's schon die nächste Folge und dann gucken wir uns mal hier den Aurora-Treffpunkt an.
In Klammern trockenes Land. Landmasse, Leute, Landmasse. Es geht an Land. Ja, selbst in Subnautica. Mir jetzt eine Menge Spaß gemacht. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bewertung nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für euren Support. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo. Bis dann. Ciao.